Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Super Mystery Dungeon. Im letzten Part sind wir hier am Cliff der Entscheidung umhergeirrt und nun werden wir verfolgt. Und Flunkiefer scheint etwas bemerkt zu haben. Wer ist da? Was hat der da? Er ist stehen geblieben. Rabigator, dieser Per... War das gerade nicht Rabigator? Rabigator? Etwa der aus Trubelstadt? Ja. Was hat er denn hier verloren? Ja, da ist irgendwas im Busch. Wollen wir uns an seine Fersen heften? Nein, zuerst müssen wir zur Spitze. Nanu, was ist das denn? Würde mich auch interessieren, eine Steintafel. Eine Steintafel? Die muss wohl Rabigator verloren haben. Ja, merkt man auch nicht, wenn man so einen riesen Teil verliert, nicht wahr? Darin sind an Fußabdrücke erinnernde Schriftzeichen eingemeißelt. Das scheinen mir vorzeitliche Schriftzeichen zu sein. Hey, Flunkiefer, was ist... Ah, Entschuldigung. Ich bin sofort bei euch. Ja, nimm es mit. Ist vielleicht wichtig. Oh, das ist eine Falle. Das kann auch sein. Speichern? Ja klar. Natürlich, natürlich. Natürlich, denn es wird langsam sehr gefährlich hier. Aber es sieht echt cool gemacht aus. Das ist also die Spitze des Cliffs der Entscheidung. Psst, nicht so laut. Oh, Entschuldigung. Ob Entei und wer auch immer dahinter steckt schon da sind? Ich weiß es nicht. Lass uns erstmal die Lage auskundschaften. Wenn man uns ertappt, wird es ungemütlich. Deshalb müssen wir sehr vorsichtig sein. Sucht im Schatten der Felsen Schutz und bewegt euch ganz vorsichtig vorwärts. Da vorne! Ah! Ja, was hast du denn? Ah! Entei! Es ist passiert. Ein zu Stein verwandeltes Pokémon. Handelt es sich dabei etwa um Entei? Ja, ohne Zweifel. Aber wie kann das sein? Ich meine, wir sprechen hier immerhin von Entei. Der Kampf gegen den Übeltäter hat er wohl verloren. Es hat nicht den Anschein, als sei noch jemand hier. Der Schuft, der Entei das angetan hat, ist wohl schon über alle Berge. Was ist das? Oh, unser Forscher-Gadget! Alle haben ihre Forscher-Gadgets hervorgeholt. Kann mich jemand hören? Das ist der Dennis-Stimme! Ein Glück, dass ich euch erreiche. Wie ist die Lage bei euch? Nö, der Dennis, kannst du mich hören? Hier spricht Flunkiefer. Also, so war das. Ich verstehe. Entei also auch. Ja, wir kamen leider zu spät. Ah, der Denny, was ist mit dem Teamleiter und den anderen? Ah, Skoppel, gut dich zu hören. Als ich ihn eben angefunkt habe, sagte er, er würde sich der Spitze nähern. Er sollte in wenigen Augenblicken bei euch eintreffen, schätze ich. Ah, und da bin ich auch schon. Ah, vielen Dank für eure gute Arbeit, meine Lieben. Ich konnte eure Unterhaltung mit der Denny ebenfalls empfangen. Deshalb glaube ich, über die Vorgänge im Großen und Ganzen im Bilde zu sein. Wir haben es offenbar nicht mehr rechtzeitig geschafft. Ach ja, wirklich bedauerlich. Das liegt daran, dass du dich unterwegs ständig verlaufen hast. Ah, sag doch sowas nicht, Dummerchen. Wie stehe ich denn jetzt da? Aber egal. Und selbst ein so starkes Pokémon wie Entei, wenn selbst ein so starkes Pokémon wie Entei versteinert werden konnte, haben wir es wohl mit einem unglaublich starken Gegner zu tun. Das wird mit Sicherheit kein Kinderspiel. Aber lasst uns die Einzelheiten besprechen, wenn wir wieder zurück in Trubelstadt sind. Ja, dürfte wohl das Beste sein. Wow. Mit wem haben wir es hier zu tun? Ich habe keine Ahnung. Rabigator? Ja. Er hielt sich im Schatten der Felsen nahe der Spitze des Cliffs versteckt. Skoppel befahl ihm, stehen zu bleiben, doch hat er sich dann einfach aus dem Staub gemacht. Der Gauner führt ganz klar etwas im Schilde. Ich glaube, ich hab's. Rabigator ist Übeltäter, kein Zweifel. Wenn es uns gelingt, ihn Ding festzumachen, wird der Fall geklärt. Und dann können wir uns endlich mal wieder in Seelenruhe unsere Mahlzeiten einnehmen. Ja. Als ob irgendwas jemals deinen gesunden Appetit beeinträchtigen würde, Flauschling. Ja, ja. Rabigator ist in der Tat sehr stark. Sein Ruf kommt schließlich nicht von ungefähr.
Er hätte auch bestimmt keine Skrupel, Pokémon zu Stein zu verwandeln. Doch, verfügt er wirklich über die Fähigkeit, etwas derartig Schreckliches durchzuführen? Davon ist mir bisher nichts zu Ohren gekommen. Denn wäre er dazu in der Lage, hätte er gewiss schon weitaus Schlimmeres angestellt. Und was, wenn er sich einfach nur schämt, seine Kräfte vor anderen einzusetzen? Das ändert aber nichts daran, dass Rabigator ein sehr zwielichtiger Typ ist. So viel steht fest. Das könnt ihr mir glauben. Schließlich bin ich ein Genie. Ampharos. Ob Rabigator hinter all dem steckt, weiß ich leider nicht. Aber davon abgesehen, nachdem er getürmt war, habe ich auf dem Boden eine Steintafel entdeckt. Eine Steintafel? Und darin waren vorzeitliche Schriftzeichen in Form von Fußabdrücken eingemeißelt. Ich würde mich gern zurückziehen und sie eingehend studieren. Vielleicht liefern sie uns ja Anhaltspunkte, die zur Lösung der Vorfälle beitragen können. Ich verstehe. Gut, dann will ich dir die Entzifferung der Schriftzeichen überlassen, Flunkiefer. Wir sollten außerdem zusehen, dass wir uns an Rabigators Fersen heften. Bramelin und Flapdrix. Könntet ihr euch morgen darum kümmern? Ja, kein Problem. Ja, klar doch. Ihr anderen geht bitte wie gewohnt euren Arbeiten nach, okay? Gut, das war's auch schon. Und Schar hat mal nichts zu meckern. Sie ist scheinbar einverstanden damit. Gut, speichern wir mal. Und dann überlegen wir, was wir am nächsten Tag tun werden. Am nächsten Morgen. So, erstmal wird aufgestanden. Na, lasst uns auch heute wieder alles geben, Freunde. Hey, jawohl. Gut, wir scheinen keinen besonderen Auftrag zu bekommen und deswegen sehen wir uns mal die Konnexosphäre wieder an, wem wir helfen könnten. Und dann... Halt! Weißt du was? Wo der Boss ist, fragst du? Woher soll ich das wissen? Wüsste ich jetzt, wäre ich jetzt nicht hier. Er hat sich einfach so vom Acker gemacht und dabei hat er es auch noch sehr eilig. Rück schon raus mit der Wahrheit. Bitte verrate es uns, es ist sehr wichtig. Okay. Sie haben sich den Kerl schon mal zur Brust genommen. Dann habe ich viele Äpfel zum Verkaufen wieder mal. Oh, herzlich willkommen! Nee, nicht kaufen, verkaufen. Georockbrocken, ja, wobei die sind cool, die nehme ich mit. Die ganzen Äpfel nehme ich mit, verkaufe ich, die etwas wert sind. Die beiden Samen hier, die brauche ich nicht, den Fassungsorb auch nicht. Die Umzingelzweige eigentlich auch nicht. Ja, das wäre es dann soweit, glaube ich. Okay. Was hast du denn noch anzubieten? Ja, ich möchte mich umsehen. Teambeleberorb wäre interessant, aber ich glaube, ich lasse es mal. Ich habe ja so Lust auf Abenteuer, juppie! Ja. Ich würde sagen, wir gehen wieder mal zu Kangama. Mal sehen, ob hier drin noch jemand ist, der einen Job für uns hat. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Aber ich glaube, wir haben irgendetwas... Ja, wir haben einen Goldringel, der eigentlich Schwachsinn ist. Glaube ich. Nehmen wir halt den Lohn mit. Das Goldding können wir irgendwann verkaufen. Okay, aber dann sehen wir uns an, wem wir, wie gesagt, heute helfen können oder wollen. Wo ist die Konnexosphäre? Da. Libeldra. Der Wiesen, Sand, nee, wir sollten schon etwas tun, das bei unserem Kontinent liegt. Windkontinent, nein. Wow, sind jetzt hier viel... Oh, Togetic. Nebelkontinent. Fernontor, was hast du denn? Ah, halt, das ist Graskontinent. Nee, wir sind jetzt beim Wasserkontinent. Ich habe da immer irgendwelche Probleme. Parfi, was willst du denn? Windkontinent. Barmelin. Windkontinent. Mammutel. Graskontinent. Wo kann ich denn noch was tun, verdammt? Hundemon, ja, du. Wasserkontinent, ja. Wir sollten zum Geheimversteck von Hundemon. Okay, machen wir das. Aber wie gesagt, ich nehme mal an, es ist wieder eine Falle. Bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen brauchen wir jemand Starkes, der mit uns mitkommt. Und ein paar gute Items. Haben wir genug Belebersamen? Ja, doch, müsste gehen. Wie jip, immer schön positiv bleiben. Ja, ist in Ordnung.
Komisches Grasland. Ja, gehen wir dahin. Schwierigkeit schwer. Okay. Es gibt nur 6 Ebenen. Okay, dann kann es nicht so weit weg sein. Okay, wen nehmen wir denn mit? Cesurio ist wieder weg. Talanda ist da. Gut, Talanda ist da. Gut. Schnell entschieden. Los geht's. Nee, wenn es wieder eine Falle ist, dann... Nee, dann muss Brutalanda am Start sein. Unbedingt. Wow, was soll denn das jetzt? Machen wir das Vieh alle. Feuerzahn, bams! So. Habe ich kurz auf Brutalanda gewechselt. War okay so. Da vorne schläft jemand, glaube ich. Nee, tut es nicht. Jo, Attacke. Bam. Bams. Das reicht auch schon, super. Schana, wo bist du? Ah, da bist du. Ich hab Schana nicht mehr. Hm, nicht durch den ganzen Raum rennen. Oh, verdammt, wo kommst du jetzt her? Dämlicher Käfer, du nervst. So. Wir suchen jetzt dieses Versteck. Und wenn es wieder nur eine Verarsche ist, beziehungsweise eine Falle, dann nerven mich die Viecher. Hier wartet Hundemon, okay. Okay, Eis für uns. Ich wechsle definitiv auf Brutalanda. Wobei, es bringt mir eigentlich nicht viel. Eigentlich. Wo ist Hundemon? What? Warum? Warum hat sich das Pokémon wegteleportiert? Keine Ahnung. Du hast das Geheimversteck von Hundemon erreicht. Und ich sehe ganz viele Items hier drin, deswegen es muss eine Falle sein. Willkommen in meinem Geheimversteck. Immer reinspaziert von Tässchen Tee. Reingefahren, hier gibt's kein Tee. Hundemon zieht vergnügt weiter. Warum wird jetzt Brutalanda in die Mitte des Raumes teleportiert? Ich muss irgendwie... Nee, Moment. Ich setze was ein. Und zwar ein Erstarrorb. Weil es ist jetzt wichtig, dass ich und Shana... Nein, geht da weg! Los, komm mit. So. Ihr bleibt jetzt hier. Wo mache ich jetzt das? Taktik wählen. Warte hier. Und ich warte ebenfalls hier. So. Dann beginne ich mal, mir diese Kerle vorzunehmen. Einer nach dem anderen. Was gibt gute Erfahrungspunkte. Und das sollte man schon, benutzen. Nehmen wir. Oh! Ja, Shana und ich sollten das eigentlich schaffen, oder? Ja, sehr gut. Dann bist du hier an der Reihe. Warum hast du das überlebt? Finde ich nicht cool. So, dann bist du hier an der Reihe. Bams. Auch überlebt. Egal. Ja, nee, ich möchte jetzt hier nichts riskieren. Wow, das war eine Falle. Ich möchte jetzt hier... Was zum... Ich möchte hier echt nichts riskieren und deswegen bleibe ich mal in Deckung. Genau wie Shana. Ja, ich glaube, das ist das Beste. Aber wie gesagt, die... Was ist der... Oh, Traumfalle. Fuck. Ja, die Erfahrungspunkte möchte ich dann doch mitnehmen in so einem Raum. Die sind natürlich schon cool. So, nur noch 2 Pokémon sind da. Erledigen wir dich hier. Und wir erledigen dich hier. Zack. Nehmen noch die Items mit. Das hier... Ah, brauchen wir nicht. Und dann kann Shana und ich wieder zu Brutalanda gehen. Wir sind ein Team. So. Kommt her. Gut, das war's eigentlich schon. Hurra, du hast die Krise überstanden. Ich hätte auch einfach nur einen Schritt zur Treppe machen können. Ja, dann hätte ich schon geschafft gehabt. Du hast mich aber kalt erwischt. Entschuldige für die kleine Lüge. Das kommt garantiert nicht mehr vor. Lass uns Freunde sein. Ja, ja. Ja, Brutalanda wurde ja direkt zur Treppe hin teleportiert. Mit anderen Worten, wir hätten locker flüchten können. Aber, nee. Nee. Ich wollte mit Brutalanda kämpfen. So. 30 Pünktchen. Ja, super. Noch Geheimnisse. Möchtest du ihn verlassen? Nein, möchte ich nicht. Gut, dann sehen wir uns das... Oh, verdammte Fallen. Sehen wir uns ja natürlich noch ein bisschen weiter um, wenn es da noch mehr zu holen gibt. Noch bleiben. Ja, klar. Aber weitergehen. Bestimmt noch so ein Forscher-Pokémon. Nee, ein wanderndes Pokémon. So heißt das ja, glaube ich. Hier ist aber keines, okay?
Okay, bestimmt in der letzten Ebene. Aber das holen wir uns noch. Mogelhieb. Gehst du wohl weg? Gut, da haben wir Einschüchterer. Ja, komm. Ja, für solche kleine Dungeons brauche ich mir nicht mal wirklich diese Pale ansehen. Ja, die... Ja. Verteile ich den einfach irgendwie random. Ist ja eigentlich egal. So, kurz Tackle. Und Brutalander erledigt das Vieh gleich. So. Oh, Apfel. Nehme ich mit. Und da ist schon die Treppe. Halt, da unten ist noch was. Noch mehr Stöcke. Oder Zweige. Halt, was bist du? Ah. Traumagil. Dich holen wir besser vom Himmel. Ja, gut. War gefährlich. Oder sie können gefährlich werden. Sagen wir es mal so. Ebene 4. Auf dieser Ebene befindet sich ein wanderndes Pokémon. Okay. Da unten schläft schon wieder jemand. Mann, ich möchte doch mich steuern, danke. Fadenschuss, nerv nicht rum jetzt. Brutalander, das machst du gut. Du stellst dich gerade ziemlich gut dahin. Brauchen wir alles nicht. Wow, wo kommst du denn her? Ich habe dich gar nicht gesehen. So. Du auch nicht. Du bist auch kein wanderndes Pokémon. Wir können jetzt raten, welches Pokémon wir antreffen. Aber ich habe natürlich... auf Shanawe zu tun. Gibt's doch mal gar nicht. Danke, Brutalander. Ich wollte schon sagen, machst du auch wieder mal was. So, dann hier hinstellen und weiter. Jetzt ist es auch nicht. Wo ist denn das? Da unten ist es vermutlich. Ja, ja, ja. Geh weg, du verkackter Käfer. Was ist das für ein Vieh da unten? Ich erkenn's nicht. Weg mit dir. Stärke plus. Ja, nehme ich. Komm her. Ah, Zwerlicht. Zwerlicht, komm her. Johnny grüßt Zwerlicht herzlich und die beiden tauschen Infos aus. Zwerlicht scheint sehr zufrieden zu sein und deswegen werden wir komplett geheilt. Weil Zwerlicht ja für seine Heilungskräfte bekannt ist, möglicherweise. Und... Zum Dank geheilt und Magen gefüllt und wir sind jetzt gute Freunde. Beziehungsweise verbunden in diesem... in der Konnexosphäre. Sag mal, dir mangelt es nicht zufällig an Geld? doch, eigentlich schon. Warum, willst du uns was geben? Vielleicht. Ich glaube zwar nicht. So, verbunden und... ja, sehr gut. Sneebel und was ist da unten? Keine Ahnung. Ah, nicht nur das. Aha, Zwerlicht hat nämlich anderen von euch erzählt. Und nun sind wir ebenfalls verbunden mit Nobilikat. Sind wir das nicht schon? Vermutlich nicht, nee. Sonst würde da nicht neu stehen. Okay, cool. Okay, sehr cool. 50 Punkte. Möchtest du verlassen? Ja, möchte ich. Weil hier gibt es nichts mehr für uns zu tun. Mit Bravour gemeistert. Für heute genug. Aufträge werden entfernt. Finde ich gut. Und dann gehen wir vermutlich wieder essen. Nee, noch nicht ganz. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Das Abendessen ist serviert. Tatsächlich, es hat nicht alles aufgegessen. Cool. Nanu, wo sind denn Flapdrex und Barbelin? Ah, die sind immer noch auf der Suche nach Rabigator. Lunky war's auch nicht hier. Sie hat die ganze Zeit ihr Zimmer nicht verlassen. Es dauert wohl noch, bis die vorzeitigen Schriftzeichen entziffert werden. Ah, na dann, na, wollen wir schon mal anfangen? Was? Wir warten nicht auf Sie? Aber ich habe einen riesen Hunger. Das geht schon in Ordnung, oder, Teamleiter? Ja. Ich verhungere. Was? Hey, hurra! Also dann, haut alle tüchtig rein! Da sind wir wieder. Oh, Barmelin, Flapdrex. Ja, sagte ich doch. Prima, ihr kommt noch gerade rechtzeitig. Oh, ist schon Zeit fürs Abendessen? Aber zuerst... Teamleiter, wir melden uns von der Suche nach Navigator zurück. Hier in der Gegend war er nicht, deswegen hat es so lange gedauert. Aber wir haben zumindest seine Bleibe gefunden und es dort etwas umgesehen. Was wir dort gefunden haben, fragt ihr? Ein unvollendetes Ankündigungsschreiben, was? Bei Navigator zu Hause? Ein unvollständiges Ankündigungsschreiben? Dann wurden sie also von ihm verfasst?
War Ravigator denn zu Hause? Nein, war er nicht. Sein Haus war verlassen. Wir haben auch keine Ahnung, wo er jetzt sein könnte. Dann ist also wirklich Ravigator der Übeltäter. Ja, wir müssen ihn schnell aufspüren. Da bin ich wieder, Leute. Oh, Flunkiefer! Flunkiefer! Ich habe die Steintafel entziffert. Und? Was steht drauf? Aufzeichnungen über die Versteinerungen. Über die Versteinerungen, sagst du? Ja, ich konnte zwar nicht alles entziffern, aber doch genug. Demnach gab es schon vor langer Zeit Fälle, bei denen Pokémon versteinert wurden. Und in den alten Ruinen im Osten finden sich wohl noch genauere Aufzeichnungen darüber. Oho! Die alten Ruinen im Osten? Ja, vielleicht finden wir dort raus, wie es möglich ist, Pokémon zu versteinern. Das ist doch nicht alles. Es wäre denkbar, dass wir außerdem herausfinden, wie sich der Prozess umkehren lässt. Du meinst, versteinerte Pokémon wieder, entsteinern? Interessant, die alten Ruinen, sagst du. Ich würde sagen, auf uns wartet Arbeit, aber... Ja, alle scheinen Hunger zu haben. Er hat da eben einen Magen geknurrt. Scheinbar. Da schon wieder. Ach ja, da haben wir wohl leider keine andere Wahl. Ich kann hier schon sehen, wie dir das Wasser im Mund zusammenläuft, Amphoros. Das ist eine ernste Angelegenheit, Dedenne. Man sollte immer auf seinen Magen hören. Denn mit leerem Magen ist nicht gut arbeiten, das weiß jedes Pokémon. Ja, gut, einverstanden. Ja, und da uns große Anstrengungen bevorstehen, ist es unsere Forscherpflicht, tüchtig zu essen. Guten Hunger an, lasst es euch schmecken. Stopp, schling, schmatz, schlapper, schlürf. Ja, haut rein, ihr habt es euch verdient. Ihr habt es euch wirklich verdient. Und dann wurde es Nacht. Die alten Ruinen. Im Osten. Wenn wir also, wie Flunkiefer vorgeschlagen hat, diese Ruinen erforschen, finden wir vielleicht einen Weg, die Versteinerung umzukehren. Der arme Entei. Und Latios und Latias. Es wäre toll, wenn sie alle wieder normal werden würden. Und nicht nur sie. Während wir hier reden, könnten weitere Pokémon zu Stein werden. Wissen wir, wie wir das umkehren könnten, hätten wir schon viel gewonnen. Also gut. Wir werden mehr geben denn je. Gleich morgen reisen wir zu den alten Ruinen. Also zumindest hoffe ich, dass es so kommt. Heute gehen wir auf jeden Fall früh ins Bett, damit wir morgen fit sind. Gute Idee, Jana. Möchtest du speichern? Ja, möchte ich. Und ich möchte sagen, Leute, das war's bereits wieder für heute mit Pokémon Super Mystery Dungeon. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.